Willkommen zurück zu Final Fantasy 8 mit Squall, Cell und Selfie. Kommt nur mir das so vor oder steht die komisch? Die steht immer so, als ob die irgendwie so einen steifen Rücken hat oder so. Ja, genau. Und so leicht eingeknickter Kopf. Die hat O-Beine. Das kommt auch noch dazu. Okay, kritisieren wir mal weiter Selfie. Was noch? Also dieses Kleid ist definitiv, ich glaube, das hat sie schon seit ihrer Kindheit. Die ist da sozusagen reingewachsen. Ich hoffe, sie duscht damit auch. Dann bleibt auch das Kleid sauber. So, vielen Dank für Ihren Besuch. Einen schönen Tag noch. Danke. Wir waren in der letzten Folge in dem komischen Tempel-Ding. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier ein paar Räumlichkeiten haben. Hey! Hey! Ich gehe hier. Ah, hier können wir ein bisschen was kaufen. Ah nein, mir fehlen echt noch zwei Schrauben. Das ist ja ätzend. Was fehlt hier? Eine Drachenschuppe. Das ist ja... Meh. So, haha, Stau verursacht. Ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Achso, das sind Busse. Ganz vergessen, mit den Bussen kann man ja Sachen machen. So. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen shoppen gehen. Wir haben ganz schön viel von dem Mist verbraten. So. Kaufen wir mal ein bisschen ein. Wie viel? 1000? Naja, so viele Lebenspunkte haben meine Charaktere noch nicht. Dann lieber noch einen mehr davon. Phönixfedern haben wir 10 Stück, das ist gut. Goldnadeln, davon sollten wir ruhig nochmal ein paar mitnehmen. Das klingt gut, ein C-Test wäre, glaube ich, echt in Ordnung. Haben wir hier auch Zelte? Ja, Zelte. 1000, echt jetzt. Sprit für Mietautos. Komplettheilung. Ja, komm. Nehmen wir nochmal 3 Zelte mit. Sicher ist sicher. Weil Zelte kann man ja auch an Speicherpunkten nutzen, wenn ich mich nicht täusche. So, dann wollen wir nochmal kurz eine Sick-Prüfung ablegen. Wo haben wir es denn? Tutorial. Genau, hier. Und Test. So. Sie sind auf Level 2. Wollen Sie Level 3 Prüfung teilnehmen? Ja. Die GF werden mit Potion geheilt. Nein. Zauber können nur während eines Kampfes gezogen werden. Nein. Wir können ja auch Zauber aus Drawpunkten bekommen. Selfie benutzt ein Nunchaku als Waffe. Ja. Zum Aufrüsten von Waffen benötigt man nur Geld. Nein. Derjenige, der den Gegner beseitigt hat, erhält die meisten Erfahrungspunkte. Ist das so? Ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ich dachte, die bekommen alle gleich viel. Genau, mal gucken, was sagt die Gruppe? Also, meine Leute im Stream. Alter, ich bin so pappsatt, ne? Das geht gar nicht. Ich glaube, sie googeln gerade. Okay, gut. Je höher der GF-Level, desto stärker der Angriff. Ja. Das steht für Befehlsability. Ja. Bis zu 5 Charakter- und Truppen-Abilities können mit einem Charakter gekoppelt werden. Kleinen Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Befehlsabilities müssen vor dem Gebrauch gekoppelt werden. Ja. AP steht für Aktionspunkte. Nee, das bedeutet Ability Points, glaube ich, oder? 90. Irgendeinen habe ich falsch gemacht. Probier's nochmal. Nein. Sorry, nein. Ja. Nein. Ja. 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 Ah, okay. Die letzte war also richtig. Also.
Nochmal. Nein. Nein. Ja. Nein. Dann würde ich mal hier ja sagen. Je höher GF-Level, desto stärker die Angriffe. Ja. Sprit für Befehlsability. Ja. 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 Nein. Okay. Irgendwas ist falsch. Noch? Dann würde ich mal sagen. Also nein. Nein. Selfie benutzt einen Chaku. Ja. Nein. So, dann mach ich mal hier. Dann vielleicht hier nein. Ja. 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 Nein. Okay. Erfahrungspunkt ist falsch. Okay. Gehen wir nochmal durch. Die GF werden Potion geheilt. Nein. Zauber können nur während des Kampfes gezogen werden. Nein. Selfie benutzt man Shaku. Ja. Zum Aufrüsten von Waffen benötigt man nur Geld. Nein. Derjenige, der den Gegner beseitigt hat, erhält die meisten Erfahrungspunkte. Das ist falsch. Also nein. Je höher der GF-Level, desto stärker der Angriff. Da habe ich die ganze Zeit ja angegeben. Steht für Befehlsability. Vielleicht ist das hier das Nein. Ja. Ja. Nein. Oh, okay. Und nochmal. Okay, jetzt habe ich hier die Lösung im Chat stehen. Also. GF werden mit Potion gehalten. Nein. Können wir das. Nein. Ja. Ausrüstung von Waffen benötigt man nur Geld. Nein. Derjenige, der gegen besiegt hat, ja, okay. Je höher GF-Level, desto stärker Angriff, ja. 7 ist. Steht für Befehlsability. Ja, sagte ich doch am Anfang. Bis zu 5 Charaktere können. Sind das 6? Echt? Okay. Guck ich doch gleich nochmal nach hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. I don't get it. Okay. Und wie dem auch sei. Ach, super. Körper plus. Und Selfie hat hier nichts weiter. Okay. Gut, dann wollen wir mal zu Oberst Schieß mich tot. Wo war denn der nochmal? Egal, da kommen wir. Ach, wir können ja auch einfach mit der Bushaltestelle rumfahren. Ich glaube, das müssen wir eigentlich eh nur hier lang und sind wir schon da. Sag ich doch. Da sind wir doch. Hallo! Also, Sie wünschen. Ich möchte die Antwort geben. So. Ziffer auf der ersten Stelle 1. Ziffer auf der 10er Stelle 7. Und. Ach Quatsch. Wie bescheuert ist das denn? Ja, nee, ist okay. Hab's verstanden. So, Antwort geben. Auf der 1er Stelle ist die 7. Auf der 10er Stelle ist die 7. Und auf der 100er Stelle ist die 1. So, 177. Genau das ist es. Richtig, Sie können hereinkommen. Ha. Man musste eine Nummer suchen. Und die hat man in diesem Tempel gefunden. Und die habe ich hier jetzt gerade eben eingegeben. Und weil die random ist, habe ich sie mir sogar sicherheitshalber nochmal aufgeschrieben. Hm. Balam Galbadia machen gemeinsame Sache mit einem galbadianischen Oberst? Was wird hier gespielt? Unnötig, sich Gedanken zu machen. Ein Seed fragt niemals, warum. Super.
Ich glaube, auch wenn wir eigentlich schon ganz gut ausgerüstet sind, speichern wir hier trotzdem noch einmal kurz ab. Kann ja nie schaden, einmal mehr zu speichern. Also dann rein in die gute Stube. Achso, ich kann mich bewegen. Puh. Der will nicht reden, ist auch in Ordnung. Wie lange sollen wir noch warten? Renoir? Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Das ging schnell. Ach ja, übrigens bin ich hier zu Hause. Also keine Sorge. Geht bitte nicht ohne mich weg. Soll das ein Befehl sein? Was soll denn das heißen? Soll irgendwas passieren? Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es ein Befehl eures Kunden. Ein echter Knebelvertrag, den sie hier haben. Machst du jetzt keinen Ärger? Was soll denn das nun wieder heißen? Wo ist Renoir? Wo ist Renoir? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt auch, sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an der Mission nicht teilnimmt. Sind Sie vielleicht der Vater von Renoir? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater eines hohen, der Vater, ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung. Das kann doch nicht gut gehen. Richtig, das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind, verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind Befehle vom Garden und von Renoir gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht ein, nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg, wir sind Cs. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey, 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 ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erstmal Waffenfrieden, okay? Ich werde den Plan erläutern. Na nö? Ihr wisst, dass die galbadianische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat. Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Sorry, aber mir ist gerade eben der Speicherplatz leer gegangen. Richtig ärgerlich. Aber was soll's, weiter geht es. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Okay, der ist wo? Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Genau hier an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützenteam und das Triumphbogenteam, 5 Leute aufgeteilt in 2 Teams. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten.
Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf die Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer auf dem Flurboden muss irgendwo eine Falltür sein. Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus diesem Tor in einem Auto losfahren. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. So ungefähr wird es sich fortbewegen. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesem Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogenteam. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Okay. Und weiter. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogenteam das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr in der das Triumphbogenteam sich versteckt hält empor. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Peng! So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber macht keinen Ärger. Was glaubt er, wen er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich, hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang, ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Okay. Aber kleinen Moment. Hier ist eine Tür, können wir dort vielleicht einfach rein? Jetzt so... Einfach so just for fun? Scheint so. Leiter hinaufsteigen? Ja, warum denn nicht? Kann man die auch hinabsteigen? Nee. Sieht so aus, als ob man die auch hinabsteigen kann. Na gut, gucken wir uns mal oben ein bisschen um. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Na gut, hier gibt es den Schalter, aber den brauchen wir noch nicht. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Schade. Hätte ja klappen können. Sehr gut. Ein schöner Bogen. Ja, was machen wir jetzt mit der gewonnenen Zeit? Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht einfach nur mal rausgehe und gucke, ob ich nicht zufällig nochmal, was war das, keine Schraube, sondern irgendwas anderes, ein Eisenrohr bekomme, genau. Gibt einer GF die Ability GF Magie plus 10. Ja, tatsächlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Die Frage ist nur, von welchen Gegnern bekommen wir denn das? Ich glaube, da erlaube ich mir jetzt einfach mal... mal so ein Ding ins... Was suchen wir? Stahlrohr, ne? Oder Eisenrohr? Eisenrohr, genau. Ja, das sieht gut aus. So, vom
Ach, kann man vom Wendigo rauben? Oder als Beute vom Wendigo? Wendigo, Wendigo, Wendigo. Die Wendigos waren doch, ja, Triple Triad wollte ich mir jetzt eigentlich nicht geben. Tatsächlich. Ich gehe mal den Wendigo jagen. Der ist hier ja draußen auf der Map, weil dann könnten wir zumindest Squall mal eben eine neue Waffe verpassen. Das finde ich gar nicht so schlecht, diese Idee oder diesen Gedanken. Moment, wo komme ich denn hier überhaupt raus? Wo komme ich da lang? Oh, wait. Hier können wir nochmal kurz einen Draw machen. Blitzra! Ja, nimm Selfie. Diese Musik geht mir ein bisschen auf den Puffer mittlerweile. Ach komm. Wo kam ich hier denn jetzt nochmal raus? Ich spring hier einfach mal. Ach toll, man kann nicht in das Auto steigen. Kleiner Moment. Warten Sie, bis der Bus zum Gallam. Zum Brille. Ich will eigentlich nicht mit dem Bus fahren, ich will hier raus aus der Stadt. Wenn ich jetzt hier geradeaus weiterlaufe, komme ich am Hotel. Bin ich beim Hotel, genau. So, jetzt blockieren wir ein bisschen die Straße. Hallo Tommy! Schön, dass du da bist. Wie sieht's denn hier lang aus? Ich mag diese Stadt nicht. Ich will hier auch einfach nur raus. Ist auch genau der gleiche Weg. Ja, so wie der schaukelt auf jeden Fall. Moment. Hier entlang? Yay, wir haben den Ausgang gefunden. Wuhu. Hey, das ist ganz schön dunkel hier. So, irgendwo hier müssten eigentlich auch Wendigos rumlaufen. Das ist kein Wendigo. Also interessiert er mich nicht und wir laufen einfach davon. Super, keiner hat Schaden bekommen. Alles ist gut. Ach Mist, wir hätten ihn eigentlich besiegen können, weil dann hätten wir Bestehlen von Diablos. Ah, apropos Diablos. Ich wollte ja noch bei Brothers. Achso, da habe ich schon eingestellt, was er lernen soll. Alles gut, ich habe nichts getan, nichts gesagt. So, hier laufen auf jeden Fall Wendigos durch die Gegend. Da sind sie doch! Sehr schön. Genau das wollte ich haben. So, schadenstechnisch sind sie ganz gut drauf. Wir nutzen einmal kurz Analyse, um zu gucken, was wir genau gegen die machen können. So, Wendigo. 1480 Lebenspunkte, ganz schön krass. Nur physische Angriffe. Okay. Sagt nichts großartig. Na dann. Shiva. Machen wir hier einfach die Magierrunde. Oh, wir können uns mal Brothers angucken, jetzt wo wir die haben. Ist ja mal eine neue GF. Oh ja, sehr schön. Der kuschelt hier eine Runde. Diamantenstaub. Shiva! So,
nochmal ein bisschen anfeuern. Hoppla, jetzt habe ich den Start verpasst. Und Römski-Bömski. Ja, das sah doch mal nett aus. Ordentlicher Schaden. Und noch ein Gewittersturm hinterher. Quetzalcoatl. Überlegt gerade, war ja Brasilianer oder Mexikaner, der Quetzalcoatl. Nein! Hat er verkackt. Hab ich gemerkt. Smack. So, der erste ist weg. Oh, der zweite kuschelt nochmal eine Runde. Achso, der hat ja kein Anfeuern. Das ist schade. Aber hey, hallo Brothers. Stimmt, ich hatte auf jeden Fall Brothers. Stein, Schere, Papier. Lustige Dude. So. Besiegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir Glück und damit ist die Sache schon abgearbeitet. Eisenrohr. Jawohl. Eisenkugel. Wendigo-Karte. Haben wir Wendigo-Karte. GF bekommt 4 AP. Supidubi. Squall hat seinen... hat eine neue Waffe. Ach, herrlich. Das freut mich so. Habt ihr das gesehen? Ich bin schon wieder ein Seed-Rang abgestiegen. Ach, ärgerlich. Ich glaube, dann müssen wir wohl oder übel nochmal einen Test hinterher jagen. Damit wir nicht im Seed-Level sinken. Das ist nämlich voll ätzend, weil dann kriegen wir weniger Kohle. Und weniger Kohle heißt dann natürlich auch weniger coolen Stuff kaufen. Wobei wir ja natürlich jetzt auch einiges an Gegenstände aus anderen Gegenständen herstellen können. Trotz allem will ich das machen. Also mehr Geld bekommen. So. Jawollo. Und Squall bekommt jetzt sein Kyle Strait. Kling. Nice. So, und das kann er sich dann auch gleich mal schnappen. Squall. Achso, lol, die ist dann gleich automatisch aufgerüstet. Ja, perfekt. Dann ist ja alles gut. Der Kater ist gerade, also mein Kater schreit gerade ein bisschen nach Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich werde mich dem doch nochmal kurz fügen. Denn ich mag meinen Kater. Und jetzt, wo er weiß, dass ich tatsächlich noch hier wohne, ist alles gut und alles toll. Ach ja, so ein... Ich mag meinen Kater lieb. Okay, ich glaube, meine Freundin geht schon die Tür aufmachen. Dann wollen wir hier nochmal schnell einmal abspeichern. So. Oh, ist er weg? Oh. Na gut. Ach ja, ich wollte den Test machen. Gut, dass du mich daran erinnerst, Blechwalze. Dann mache ich jetzt mal den Test. Gucken wir mal weiter. Test 3. Nur Squall kann Gunblade benutzen. Das ist richtig. Mit Zauber kann man sogar seine eigene Truppe angreifen. Das ist ebenfalls richtig. Durch bestimmte Abilities kann man aus Items Zauber herstellen. Das ist auch richtig. Je höher der Körperwert ist, desto besser die Abwehr. Ich glaube, ja. Stimmt nicht? Was stimmt nicht?
Das stimmt nicht. Ach egal. Blauen Zauber kann man lernen, wenn der Gegner den entsprechenden Zauber anwendet. Ja. Gift wird durch Anti-Z geheilt. Ja. Wenn ein kampfunfähiger Charakter belebt wird, werden gleichzeitig auch alle übrigen unnatürlichen Zustände kuriert. Ja. Ach ja, Cypher hat noch eine. Aber der ist doch kein spielbarer Charakter, zumindest nicht mehr. In der Übungshalle des Ballamp Garden lebt ein Monster namens Archeodinos. Das ist richtig. Die Gunblade von Squall wird durch das Drücken von Left Trigger stärker. Moment. Ich mach mal ja. Nein. 60. Okay, probieren wir es nochmal. Ihr dürft mir gerne dabei helfen. Ich gebe euch immer, sagen wir, ich zähle immer bis 10. Und dann müsst ihr mir antworten. Nur Squall kann eine Gun... Danke. Was ist das denn? Was denn? Ja, dann sag doch mal Danke. Okay. Nein, ja, 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 nein, nein, ja, ja, nein. Hey! Achso, ich hab irgendwann schon mal angefangen. So. Also nochmal. Nein, ja, 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 nein, nein, ja, ja, nein, nein. Yay! Irgendwie war das falsch. Ich fühle mich schlecht dabei jetzt. Aber egal. Wir haben zumindest wieder ein Seed-Level hinzubekommen. Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich die ganze Zeit Seed-Level verliere. Weil immer, wenn ich Pause mache, läuft ja die Zeit weiter. Ah, voll affig. So, jetzt zur Teamaufstellung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft. Oder der Scharfschütze daneben trifft. Übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegen. Wer ist der Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irvine werden als Schützenteam vorgehen. Das Triumphbogen-Team besteht aus... Ja, verstanden, klare Sache. Yay! Wer führt das Triumphbogen-Team an? Sorry, Excel. Christus Tree. Okay, überlass das nur mir. Gut, die Mission beginnt. Sehr schön. Jetzt sind wir Christus Tree. Play. Und an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann demnächst wieder bei Let's Play Final Fantasy 8.